Die fangen an mit dem Bauer. Die erste Frage kommt von... Warte, wir müssen mal hallo, meine Lieben. Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Von uns. Heute gibt's mal wieder ein Q&A. Ich habe nämlich auf Instagram so eine Fragensticker reingepackt und euch gefragt, ob ihr welche Fragen an uns habt. Und natürlich kamen wieder Fragen. Eine Menge Fragen haben wir bekommen. Ja, und die werden wir jetzt alle beantworten. Es gibt viele, ja... Viele, viele, viele interessante dabei. Zum sehr viele. Baby, zum Papa, was er arbeitet, dies, das. Und ja, wir okay, machen. Das ist auch eine Frage. Ja, die Emmy und die Sophie sind gerade auch bei uns hier im Büro. Sie lesen uns die Fragen vor. Die Emmy wählt heute die Fragen. Sophie ist auch hier, kommst du auch her? Ja. Sie atmet, sie ist der Kamera, wie so ein Pferd. Sie hat Bauchschmerzen. Sie hat Geschüsse im Vorraum. What? So, ich würde mal sagen. Wir fangen jetzt an mit dem Video. Genau. Leg mal los. Willst du dir eine erste Frage aussuchen? Ich suche mir eine Frage aus. Gewicht. Gewicht von mir oder von dir? Die erste Frage kommt von Pia Adidas Underline 16. Die Frage lautet, wann sagt ihr den Namen? Wahrscheinlich meinen sie den Namen des Babys. Ach so, okay. Was hast du denn jetzt gesagt? Mein Name und dein Name. Diana. Baby. Ja, also der Name des Babys wird nach der Geburt veröffentlicht. Genau. Also wir. Der Papa ist ziemlich abergläubig. Nicht nur du, ich finde das aber auch. Ich finde das sehr befremdlich, wenn andere Leute mein Baby beim Vornamen nennen würden. Und das machen dann Leute. Das ist ja auch natürlich, wenn man sagt, oh, das Baby hat schon einen Namen. Und dann sagt man zu dem Baby schon. Statt das Baby. Was ja nicht schlimm ist, jeder kann es für sich so handhaben, wie er will, aber für mich ist das ein echt unangenehmes Gefühl, genau, dass das Baby, das ja noch gar nicht auf der Welt ist, schon beim Namen angesprochen wird. Deswegen verraten wir es noch. Ehrlich gesagt, haben wir auch noch gar keinen Namen. Also, wir haben schon einen Favoriten, ein, zwei. Noch beim 70%. Die nächste Frage von Lost Girl. Die nächste Frage von Lost Girl O. Willst du stillen? Sicher. Ist die Frage für mich? Ja. Willst du stillen? Ich glaube nicht. Ja, natürlich werde ich stillen. Ich habe alle meine vier Kinder gestillt. Die anderen nicht so lang, die Lisa sehr lang. Aber ich werde natürlich wieder stillen, weil es einfach... Ja, wenn es funktioniert, dann warum nicht? Wenn es nicht klappen sollte, dann klappt es nicht. Bei Lara und Michelle ging es leider nicht so lange. Wenn man eine andere Möglichkeit findet. Die nächste Frage auch von Lost Girl 0. Kriegt der Kleine ein eigenes Zimmer? Puh, momentan glaube ich, ist das nicht unbedingt notwendig. Wenn es soweit kommen sollte, ja, natürlich. Wenn es zimmermäßig sich nicht mehr ausgeht, werden wir dann wahrscheinlich ausbauen. Natürlich werden wir ausbauen, es geht sich ja jetzt. Also aktuell hätten wir vier Zimmer. Mein Büro ist ja eigentlich nur so Übergangsbüro, bis die Luisa ein eigenes Zimmer braucht. Die Luisa schläft ja sowieso noch bei uns, deswegen habe ich mir hier mal ein Büro eingerichtet. Aber geplant ist sowieso, dass das dieses Zimmer mal Luisas Zimmer wird. Und für Baby haben wir schon Umbaupläne. Also seid da berückt. Das wird natürlich, ja, haben wir alles schon bedacht. Wir haben ein Haus, wir haben auch gar noch einen Dachboden und das kann man dann richtig Hotel Mama nennen. Also wir könnten sowieso noch mehr Kinder bekommen, wenn wir wollen würden, aber... Na. Gewicht? 81 Kilo. Stolz 81 Kilo. Was, du hast auch 81 Kilo? Ja. Ich habe auch 81 Kilo. Wirklich? Ja, schau! Gleich. Laut Liste hätte BMI. Ich... BMI. Laut BMI Liste müsste ich 1,90 Meter sein. Gar mit Gewicht ist okay, aber mit der Körpergröße ist kein Problem. Bombe Frage, wann hast du deine Periode bekommen? Ich glaube, das ist nicht unbedingt wichtig, oder? Nee, ich glaube, Frauen interessieren oder junge Mädels interessieren sich dafür. Für Perioden? Ja, ich habe meine. Sie meint damit wahrscheinlich das erste Mal. Ach so? 14 war ich, glaube ich. 14 oder 15? Ich kann mich nicht mehr. Wann hast du denn deine Periode bekommen? Das ist schon so lange her. Sicher vor 30 Jahren oder so. Du bist ein Mann. Nein, also ich habe sie gleich mit 14 bekommen und war damit eigentlich schon ziemlich spät dran, weil alle meine Klassenkameradinnen hatten die da schon vorbei. Ich weiß nicht, woran das ist. Es gibt manche, die bekommen die mit 17. Ja, es ist abhängig von, ja, wie der Körper, genau. Ja, hormonelle Sache, keine Ahnung. Gebaut ist und wie man entwickelt ist und etc. etc. In welcher Schwangerschaftswoche bist du jetzt, beziehungsweise wann kommt er?
Also ich bin jetzt aktuell in der 30. Schwangerschaftswoche, ich komme in 2 Tagen in die 31. und das Baby sollte laut gerechneten Geburtstermin am 8. Jänner 2021 kommen. Achso, ich dachte der 15. Jänner. Der hatte mir schon Geburtstag, aber das ist vielleicht deswegen hast du dich... Okay. Ja, also das Baby sollte eine Woche vor Michelles Geburtstag kommen. Der Michelle ist es ganz wichtig, dass es nicht an ihrem Geburtstag kommt. Mal schauen, es kann ja früher oder später kommen. So, die nächste Frage ist von Laura Maximilian. Wie viel hast du schon zugenommen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich habe. Ich müsste die Mutter-Kind-Pass nachschauen. Ich glaube... Wie schwer warst du schon? 70, 170? 170? Unter 70! 170? 170. Nein, ich glaube 10 Kilo. Ich weiß, 10 Kilo. Nur 10 Kilo. Nein, ich glaube, dass ich 70 Kilo hatte, sowas. Ja. Also, ich habe, als der Papa mich kennengelernt hat, hatte ich 55 Kilo. Sie war so? Nein. Ich war normalgewichtig. Ja, schon ziemlich dünn. Aber ja. Aber schön, jetzt bin ich nicht mehr schön. Doof. Oh, das ist ein Wahnsinn. Du hast immer eine kleine Bauch. Ja, das ist wegen der Schwangerschaft. Außerdem habe ich dich so kennengelernt mit diesem Bauch. Ich habe vorher geübt. Nein, also ich habe ungefähr 11 Kilo zugenommen bis jetzt. Also es geht, es hält sich noch im Rahmen. Beim Patrick habe ich 25 Kilo zugenommen bis zum Schluss. Stimmt. Da war ich richtig moppelig. Und ich auch damals. Der Papa war auch richtig. Über 90 Kilo. Ja, das ist richtig mit, voll krass mit mir zugenommen. Ja, das ist ansteckend. Ja. Also Männer, passt auf. Ja, man sagt aber, dass die Frau anscheinend so ein Hormon ausschüttet. Ja, Fetthormon nennt man das. Sie werden jetzt Fett überschüttet. Und der Wir Papa werden jetzt Fett überschüttet. Oh nein. So, die nächste. Also, die nächste Frage ist von Wanlin Shanmat. Was? Wanlin Shanmat. Wenlis Handmade. Entschuldigung, mein Englisch ist mega schief. Also die nächste Frage kommt von Wenlis Handmade. So, und sie lautet: Hättet ihr gerne schon früher zusammen von zu Hause ausgearbeitet oder war es jetzt perfekt? Ja, also das war auf jeden Fall ein ganz großer Plan von uns. Also das hätte, ich weiß nicht, seit 1 oder 2 Jahren arbeiten wir schon, haben wir fix immer davon geredet, dass wir mal zusammen das machen, was wir jetzt machen. Also früher, ne, war der Papa ja halt einen festen Arbeitsplatz, also wo er fest angestellt war, genau. Das gesagt, wo er fest angestellt war. Fest angestellt. Und seit, ja, weiß nicht, so seit 1,5 oder 2 Jahren träumen wir schon davon, dass wir zusammen von zu Hause aus arbeiten können, weil es einfach das Schönste ist, wenn man bei den Kindern sein kann und gleichzeitig zusammenarbeiten kann, zusammen an seinen Träumen und sein Unternehmen aufbauen kann. Und es war halt immer, naja, schwierig, sag ich mal. Und man traut sich manchmal auch gar nicht so, ja, natürlich, den Schritt zu machen. Man hat immer ein bisschen Angst. Und es war dann einfach so, dass du dann mit Corona deinen Job verloren hast. Ja, von, so das war eigentlich ein Knackpunkt. Also, sag genau. Mal so. Dann wurde man ja quasi dazu gezwungen. Genau. Und dann war er eh zu Hause. Mit Jobsuche war so sehr, sehr schwierig in der Corona-Zeit. Also aktuell ist es so, man schickt Bewerbungen, aber man kriegt kaum irgendeine Antwort zurück. Kein, also Papa hat sich ja eh beworben in der Zeit, in der Anfangszeit von Corona, aber das war furchtbar. Die Firmen schreiben mir, du kriegst ja gar keine Antwort zurück. Früher hast du mindestens, ja, auch wenn es eine Absage war, eine Absage bekommen oder eine Einladung zum Bewerbungsgespräch, aber jetzt gar nichts. Und dann haben wir halt gesagt, weißt du was, dann nehmen wir halt diese Chance und nutzen das für uns. Und dann habe ich ihm halt Videoschneiden beigebracht und jetzt machen wir zusammen das, was ich früher alleine gemacht habe. Ja. Er hat ja schon immer mitgeholfen, also zum Beispiel die Mambos-Pläne, also diese Pläne, die ich designt habe, diese hier vom letzten Jahr zum Beispiel, habe ich noch zu Hause. Da hat er den Versand übernommen, das hast du ja immer schon du gemacht. Ja. Versand, Logistik und die ganzen drumherum, Verpackung fertig, ja genau, die Pakete fertig machen, das war immer schon seine Aufgabe. Das hat er immer gemacht am Wochenende oder wenn du zu Hause warst, am Abend, im Unterstress. Das stimmt. Und jetzt macht er das halt entspannt und er schneidet die Videos und er macht die Buchhaltung. Aber so. Früher, ob das mal früher gerne gemacht hätten, das weiß ich nicht. Also, ne, wir haben schon drüber geredet, dass, ja, es toll wäre, aber wir haben uns noch nicht so getraut. Ne? Aber es ist eine Entwicklungsphase. Also man kann nicht sagen, so, wir hätten es früher gemacht, sondern ja, ja, es ist so gekommen, genau, weil wir auch diesen Design und Planer und, genau, den Online-Shop dazu genommen haben und für mich es immer mehr wurde und ich immer gesagt habe, boah, ich schlafe das nicht mehr. Und dann haben wir immer gesagt, es wäre doch schön, wenn wir das zusammen machen würden. So hat sich das im
in der Entwicklung entwickelt und so haben wir es dann umgesetzt, oder? Genau. Weil halt oft die Frage kam, was der Papa denn arbeitet. Ja, er macht halt aktuell, wir sind beide selbstständig. Wir sind YouTuber. Genau, und ich mache die Arbeit auch im Hintergrund, also wie zum Beispiel Videoschnitt und... Genau, und ich mache die Arbeit im Hintergrund, wie zum Beispiel Office, also Kooperationen, wenn kommen, E-Mails. Das, ja. Da gehört ja so viel dazu, dass man ja so in Vlogs gar nicht sieht, aber man hat dann mit den Firmen Kontakt per E-Mail, hin und her, Verträge werden ausgetauscht, Angebote, Rechnungen. Das gehört ja alles schon dazu und es ist ja... ein richtiger, eigentlich ein Job von einer Sekretärin, Assistentin oder... Und die Mama macht auch das Qualitätsmanagement. Das heißt, nachdem ich das Video geschnitten habe, schaue sie die Mama nochmal an. Ja, ja, passt oder nicht passt. Nicht immer. Freigabe ist da. Online. Warte, ich muss den Namen vorher schon... Nikolik Tamara. Die nächste Frage kommt von Nikolik Tamara 08. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? War eine lange Reise. Das ist spannend. Also ich, der Papa, der hat in Rumänien gewohnt, Bukarest. Ich komme auch ursprünglich aus Rumänien. Und das Witzige ist, also ich bin mit meinem Vater nach Rumänien gefahren. Er hat mich runtergebracht zu meiner Oma, zum Urlaub machen, weil es war Ferien. Und ich war 18, du warst 22, oder? Und meine Oma, sagen wir mal, wohnt in diesem Haus. In dieser, also es war so eine Blocksiedlung mit voll vielen Holz, also auch ein Hochhaus. Mit vielen Etagen. Ja, genau. Und auf der anderen Seite, Straßenseite, da hat der Papa gewohnt, im 7. Stock. Und ich habe viele Freunde hier in diesem Haus gehabt, wo der Papa gewohnt. Also viele Bekannte, weil die Oma von mir, ich habe zwei Omas, die eine wohnt hier und die andere wohnt hier. Also, und so haben wir uns kennengelernt durch andere Leute. Genau, mal draußen am Abend. Gequatscht. Genau. Da haben wir noch Zigaretten geraucht. Ein bisschen Bierli. Bier getrunken und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ich konnte ihn am Anfang nicht leiden. Er war wirklich sehr gemein zu mir. Auf jeden Fall ist er aber schon, der war schon gemein und arrogant zu mir. Der war grundsätzlich arrogant. Also ich habe ihn am Anfang nicht so gemocht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war der Dr. Arschgeige. Ja. Arschgeige. Das war so seine typische Schutzmauer, arrogant und gemein zu allen sein. Aber mit der Zeit, wo man sich besser kennt, er war witzig, hat er seine lustige Seite gezeigt und dann hat er mir gefallen. Und ich glaube, dass du auch mich witzig gefunden hast. Dann habe ich dich verführt. Ja, verführt, das klingt. Eigentlich habe ich dich verführt. Weil er war schüchtern, er hat gesagt, ich muss dir dann, no. Ich muss dir ich war ein Macho. Ich muss dir dann was sagen. Und dann habe ich schon gewusst, nein, du bist mich verliebt, ich merke das. So, aber schau, wir haben kommuniziert, also Non-Kommunikation, aber trotzdem stimmt. Das gespürt, was ich gefühlt habe. Ja, yeah, ich habe gespürt, dass er, und das ist auch mit mir gespürt. Ja, aber wir haben nicht geredet, also schon irgendwie, aber wir haben's, danach. Nee, danach schon, ja. War schon süß. Also aber wir waren so klein mit Hut. Aber es war wirklich, es war das Schönste. Wir haben noch nie jemanden so geliebt. Wow. So verliebt. Ich habe Kuss gegeben. Nach so viel Jahren. Eine schöne Geschichte, vor 17,5 Jahren. Mein Wahnsinn. Voll lang her, gell? Ich war klein mit Sommersprossen. Ja, jetzt bist du groß mit Sommersprossen. Das gibt noch. Die nächste Frage kommt von Els Agnes. Und die lautet, Obergrenze für dich, altertechnisch ein Kindchen zu bekommen. Liebe Grüße. Also, ich weiß gar nicht, das ist immer schwierig zu sagen. Es muss, glaube ich, jede Frau für sich selbst entscheiden. Für mich fühlt sich aktuell dieses 35, was ich ja bin, schon als die Grenze an. Aber ich habe eine Freundin, die ist viel älter wie ich und die kriegt jetzt die plant jetzt ihr zweites Kind. Also die ist, und das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil sie schaut für mich nicht alt oder so. Ja, es ist von Mensch zu Mensch immer unterschiedlich. Also ich glaube, es ist auch okay, wenn Leute 40 sind. Also ich glaube, wenn man 35 ist und nur ein Kind bekommen hat, genau, dann genau. Man ist körpertechnisch irgendwie viel mehr fitter und unausgelastet. Man denkt sich, da passt sicher noch eins oder zwei Kinder rein. Vielleicht, ich würde es auch nicht verurteilen, wenn eine Frau mit 40 noch ein Kind bekommt. Weil im Endeffekt muss das jeder selber entscheiden. Die nächste Frage kommt wieder von Nikolik Tamara 08. Nach dieser Schwangerschaft möchtet ihr dann noch mehr Kinder haben? Also ich sage von meiner Seite aus, also ich glaube nicht. Nein. Ich glaube auch nicht. Nein, also das ist schon... Five. Gib mir five, Bro. Ich denke, das ist eine gute Zahl und es fühlt sich gerade irgendwie so richtig, richtig als das letzte an. Genau. Die nächste Frage kommt von Leni Marie. Und die lautet, Tipps, wenn man nicht gleich schwanger wird beim zweiten Kind. Mehr oben. Nein, aber ich habe was Witziges gelesen vor ein paar Tagen und da habe ich gehört, dass das super funktionieren soll. Und zwar soll man nach dem
Geschlechtsverkehr einen Handstand machen. Was heißt das? Also eine Kerze. Ein was? Ein Handstand. Also nicht nur die Beine nach oben, also das würde ja vielleicht auch helfen. Wenn man es nicht kann, einen Handstand zu machen, das ist Wahnsinn. Dann einfach so, aber das muss wir wollen man, das aber nicht zeigen, oder? Moment. Das muss man sofort machen, also da gibt es kein Kuscheln, kein gar nichts. Und direkt... So, jetzt gibt Gymnastik, Achtung! Die Beine hoch, an der Wand ganz hoch, hoch, hoch. Und so lange gebe ich helfen, habe ich gehört. Und ein Kreuz oder so ein... Wie sagt man? So eine Kerze. Kerze bedeutet ja so. Ja, ja, ich weiß. Wenn man es man, nicht alleine schafft, dann kann man den Partner bitten, ob er einen hilft. Die Beine. Okay. Sicher super romantisch, aber wenn man ein Kind will, dann will man ein Kind. Na, vielleicht kann man gleich so üben. Das in wollen wir jetzt Kopfkino, bitte. In Kerzestyle. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. So, die nächste Frage kommt von Unterstrich. Klarilein. Klarilein Unterstrich. Hast du noch... Ich muss deine Brille aufsetzen. Wieso? Ja. So, ich lese mal die Frage jetzt. Hast du noch Hyperemesis oder geht es dir schon besser? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das nur ganz kurz am Anfang, oder? Diesmal, gar nein, nicht so lange. Gefühlmäßig war nicht ganz kurz, für mich. Also, es muss... Ich muss dazu sagen, bei dieser Schwangerschaft hatte ich nicht so diese Hyperemesis. Bei Hyperemesis bedeutet, wenn man ständig bricht. Aber das war ja so. Aber nein. Ich habe nicht so oft wie bei der Luisa gebrochen. Entschuldigung. Ist dir langweilig, oder? Das war nicht langweilig, aber ich bin schon seit 6 Uhr auf die Beine. Ach so? Nie. Also in dieser Schwangerschaft habe ich nicht so viel gebrochen, aber mir war dafür öfter schlecht. Also mir ist heute noch schlecht, wenn ich nicht aufpasse, was ich esse, wobei ich passe sehr akribisch genau auf, was ich esse, dann in jeder Schwangerschaft ist es auch überhaupt übrigens anders. In jeder Schwangerschaft finde ich... fand ich andere Lebensmittel ekelhaft. Mhm. Und zum Beispiel, ich vermeide grundsätzlich Knoblauch, ganz, ganz stark Knoblauch. Und Kartoffeln vertrage ich auch nicht. Und Paprika und Zwiebeln. Zwiebeln kann ich so ab und zu gekocht in Essen schon essen, aber da muss ich immer aufpassen. Und wie gesagt, wenn ich aufpasse und diese Sachen nicht esse, wo ich schon weiß, davon wird mir richtig schlecht, dann habe ich auch keine Probleme. Oder? Ja, bleibt aber nicht mehr viel übrig zumindest, ne? Ja, ich esse halt so echt viel Schmarrn. Die nächste Frage ist von Vanessa Girl. Ja. Wie würdest du deine Erziehung beschreiben? Also, ich weiß nicht. Locker? Locker, aber streng manchmal. Also, es ist bei uns. Kommunikativ auch. Kommunikativ auf jeden Fall. Also, wir versuchen mit den Kindern zu reden, es ihnen zu erklären, warum das jetzt nicht geht. Natürlich, wenn sie es in so einem Alter sind, wo sie es verstehen. Wenn sie klein sind, eher so bedürfnisorientiert, beziehungsorientiert, sehr viel kuscheln, sehr viel Zeit. Wir nehmen die Kinder dann im Zentrum, also wir sind jetzt nicht so diese typischen Regeln, du musst jetzt in deinem Bett schlafen, auch wenn du das nicht willst, aber du musst. Wir sind so, wir passen uns dann an dem Kind meistens an. Was will das Kind? Wie will es essen? Ist das okay oder ist es nicht okay? Dann entscheiden wir, wenn es okay ist, dann lassen wir. Jedes Kind ist auch anders. Bei Hausaufgaben oder solchen Zeugen wie Zimmer aufräumen, da ist es uns sehr wichtig, dass die Kinder also das selbstständig machen. Also ich zum Beispiel, wir kontrollieren jetzt nicht Hausaufgaben, weil mir ist es so, dass die Michelle muss ja auch was davon lernen und sie kann ruhig Fehler machen. Also wie soll ich sagen, wir lassen die Kinder schon selbstständig sein. Natürlich mit ein bisschen Gegenkontrolle, Zimmer aufräumen müssen sie selbst auch machen, dass sie auch ein bisschen selbstständig sind. Wir sind jetzt nicht so diese typischen, wobei wir für sie natürlich alles machen. Wir fahren sie überall hin, wenn sie was brauchen. Wir kaufen ihnen alles, was sie brauchen, wie ich will jetzt ein Kostüm und das. Und dann natürlich fahren wir mit ihnen. Also einfach so beziehungsorientiert. Das nennt man laissez-faire. Laissez-faire? Ja, was ist das? Das ist wie ein Führungsstil. Ah, wirklich? Ja, das Kind darf selbst seine Umgebung so gestalten, wie es ihm passt. Ja, aber natürlich aber auch mit Kontrolle. Also wir dürfen sie alles machen, was sie wollen. Also das muss schon auch kontrolliert werden. Und da ist zum Beispiel da, sind wir verschieden, also da ist zum Beispiel der Papa, ich bin da die Lockere, der Papa ist eher so der Kontrollierer in Sachen... Kontrollfreak. Und er ist auch konsequenter, also ich bin dann zum Beispiel, ich sag dann, du hast jetzt Hausarrest eine Woche, zum Beispiel kein Handy, weil du warst frech oder hast jetzt irgendwas Blödes gemacht, du hast gelogen und dann halte ich mich aber nicht dran. Dann fragen sie so 2 Tage später, Mama, kann ich dann wieder mein Handy haben? Und ich sag, okay. Und der Papa, nö.
Der sagt dann, nö, eine Woche ist jetzt und fertig. Es gibt keine Diskussion. Also da sind wir verschieden, aber das ist gut, dass wir so zwei Parts haben. Ich kann ihn manchmal beruhigen und er kann mich manchmal beruhigen. Ja, das ist so ein, ich weiß nicht, wie man es, laissez-faire, wie der Papa jetzt gesagt hat. Laissez-faire, du kannst jetzt googeln. Beziehungsorientiert auf jeden Fall. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit und darf sie auch haben, muss aber auch selbstständig und mithelfen. Das ist uns sehr wichtig. Mir ist wichtig, dass sie respektvoll im Umgang untereinander als Geschwister sind und mit uns als Eltern. Die nächste Frage kommt von Paula Maria und die lautet, ob du dir in deiner Jugend vorstellen konntest, mal so ein schönes Leben zu haben. Oh, das ist aber süß. Das ist ja immer so. Wenn man ja, sowas kann man nicht vorstellen. Also jeder wünscht sich natürlich ein schönes Leben, aber man kann voraus nicht schauen, okay? Ich meine, nein, aber ich glaube, man stellt sich schon vor, dass man ein schönes Leben hat. Wenn man träumt, dann träumt man von einer schönen Zukunft. Stimmt auch. Man denkt sich nicht, oh, ich würde sicher eine voll schlechte Zukunft. Nein, anders denkt ja keiner. Ne? Also. Nein, und vor allem die schlechten Phasen sind ja nur Phasen. Jeder hat mal, wir hatten auch Hochs und Tiefs und wir haben jetzt ein schönes Leben. Natürlich, aber wir haben früher auch viel Stress gehabt und nicht nur Stress, sondern auch ja, Phasen, wo es mal blöd läuft oder sowas, oder? Ja, das gehört zum Leben dazu. So in jeder Beziehung oder im, nicht nur in der Beziehung. Im Alltag ist so. Im ein Job. Tag, ja, genau. Ein Tag ist so, ein Morgen ist etwas anderes. Man kennt das doch, man hat mal Geld gespart und dann kommt eine fette, keine Ahnung, man muss das Auto reparieren oder eine fette Gasrechnung oder sowas und denkt man sich, scheiße, wie soll ich das bezahlen? Die fette Gasrechnung, das haben wir immer bekommen, nachdem wir in Urlaub waren, im Sommer. Das war, da haben wir immer die Betriebskostenabrechnung. Das war früher noch in Wien, wo das Haus nicht dicht war in der Wohnung, wo wir gewohnt haben, genau. Und die Gaszähler kaputt. Keine da waren wir am Meer, haben wir, weiß nicht, 2.000-3.000 Euro ausgegeben, kommst du nach Hause, fette Rechnung, 600 Euro. Da denkst du dir, wie soll ich das bezahlen, scheiße, da musst du zur Bank. Ich hätte weniger Cocktail trinken müssen, scheiße. Was trinken wir, Cocktail? Ich glaube, ein schönes Leben bedeutet für mich einfach nur, dass wir gesund sind, die Kinder glücklich sind, dass wir zu essen haben, ein Kopf. Also wenn man innerlich erfüllt ist, dann ist es ein schönes Leben. Genau. Die nächste Frage ist von NZLGLRXX. Nimmst du uns wieder mit bei der Geburt? Natürlich werden wir wieder mitbloggen. Schauen wir mal, wie es wird. Ich bin so gespannt. Ich sag's euch, ich habe keinen anderen Gedanken, außer dass, oh mein Gott, das Baby wird so schnell kommen, dass ich es zu Hause bekommen werde. Der Schock vom Papa natürlich. Ich habe mega Angst, ich sag euch. Wirklich. Ja, macht nur Spaß. Die Leute glauben wirklich, dass du Angst hast und dann. Ich habe Angst vor diesen Schmerzen von. Arsch, oh, das sind Schmerzen. Du spürst diese Schmerzen nicht mal. Ich spüre nicht, aber ich sehe es. Wir waren nie alleine in der Presse. Nie. Was am gepresst. Anfang schon. Da bin ich raus zu die. Ja, ist aber der Lara. Ja, der Taro ist irgendwer da frei. Hast du gesagt? Nein. Ja, nee. Was hast du gesagt? Hilfe, meine Frau, sie muss pressen. Wenn hier niemand kommt, ich schreie verrückt. Nein. Nein, ich habe gesagt. Können Sie bitte mal kommen? Ich habe gesagt. Das Baby kommt. Und die letzte Frage ist von Vanessa Girl, zweimal Unterstrich. Ganz wichtig. Genau. Welche Schwangerschaft ist bis jetzt am schönsten? Ich glaube, die von Patrick wahrscheinlich, oder? Ich habe keinen Vergleich. Also ich sage die von Patrick, weil da war ich am fittesten, finde ich. Da habe ich alles essen können, was ich wollen habe. Ich habe nie gespieben. Du warst auch viel jünger, 19. Ja, ich war 18, war ich da. 19 war ich, als der Papa zur Welt kam. Also 18. Also mir ging es bei der Schwangerschaft von Patrick immer gut. Immer. Das stimmt schon. Also erst bei Michelle hat er ein bisschen. Bei Michelle war mir ein bisschen ganz schlecht. Ganz wenig. Bei der Lara mehr schlecht. Also es war immer Tendenz steigend. Genau. Es wurde immer quasi immer schlimmer. Das stimmt schon. Beim Patrick haben wir gar nichts. Also keine Schwierigkeiten in der Schwangerschaft gehabt. Also klar, ich hatte nicht, wir haben nicht brechen müssen oder nicht speiben müssen. Die Mama hat gegessen wie ein Viech. Oh, wir haben so viel zusammen gegessen. Viel Fleisch. Die Schwangerschaft mit Patrick, würde ich sagen, war eigentlich die schönste. Die einfach. Mir haben alle gefallen. Ja? Ja. Aber sonst natürlich, mir haben auch alle Schwangerschaften gefallen. Jede Schwangerschaft ist was Besonderes. Genau. Ich glaube, wenn man schwanger ist und auch das Kind sie natürlich auch wünscht, dann ist und vor allem beim Patrick, das ist ja beim ersten Kind, da warst du ja auch noch viel, oh, sie ist schwanger und alles. Und jetzt, boah, sie ist schwanger. Nein, aber jetzt ist es für dich schon so, ja, komm. Nein, das ist nicht so, stimmt nicht.
Aber wobei der Papa eh, der bemuttert mich eh viel. Ich darf viel liegen und sitzen. Sicher. Und er hat eh viel von den Arbeiten übernommen, vom Haushalt auch und so. Da hilft er mir sehr viel. Ich schwitze aus allen Löchern. Oh, Bibi. Ich wollte sagen, das war jetzt die letzte Frage, die wir heute beantwortet haben. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Der Papa kennt schon aus, genau. Und ich werde dann danach beantworten. Schriftlich. Genau. Ja, wie ihr vielleicht auch schon bemerkt habt, ist dieser Kanal nicht mehr Diana Diamanta, sondern Familie Diamanta. Ja. Weil wir ja jetzt viel zusammen machen, haben wir gedacht, dann benennen wir den Kanal nach oben. Macht ja auch viel, viel mehr Sinn, ne? Weil, ja, deswegen neuer Name. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt und ihr sagt, ach, ich hätte voll noch eine Frage, könnt ihr vielleicht noch ein Video machen. Wir wollten ja immer so ein Mukbang-Video drehen, aber das ist immer so schwierig. Aber wieso heißt das Mukbang? Weil man dabei isst. Und isst, nennt man Muk? Was machst du? Mucken? Ich weiß nicht. Ich will ein bisschen was Mucken. Es kommt aus dem Asiatischen, Mukbang. Also von dort. Aber im Englischen Muk heißt der Rotz. Ja. Ich habe Rotzbank. Deswegen, ein Mukbang. Wäre schon cool, aber es ist immer schwierig, was zu... Was isst du? Ich tue mir schwer momentan mit dem Essen. Nein, ich sehe für dich. Wir können so du, ja. Avocado-Sushis holen. Ja. Wieso schaust du mich an? Habe ich Mundgeruch? Nein, da ist hier nur so ein weißer Punkt. Deswegen habe ich kurz geschaut. Na gut, mein Lieben. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen. Und Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.